Es ist kurz nach sechs, wir sind in der Eisarena Bremerhaven und es steht an, das erste Auswärtsspiel für die Eisbären nach der Deutschland-Cup-Pause. Die Jungs bereiten sich gerade wirklich intensiv auf das Spiel vor und es wird kein leichtes Spiel. Die Eisbären haben hier das zweite Saisonspiel in Bremerhaven mit 0-5 verloren, das letzte Auswärtsspiel hier an dieser Stelle. Und deshalb haben sie sich natürlich vorgenommen, hier heute ein wesentlich besseres Ergebnis zu erzielen. Sebastian Dahm wird auch heute wieder im Tor beginnen und ansonsten ist das gleiche Team mit am Start wie zuletzt in Straubing beim letzten Auswärtsspiel. Auch da gab es keine Punkte, aber die Jungs haben gut gekämpft, waren gut im Spiel und Chefcoach Serge Aubin, der ist auch optimistisch, denn die Woche haben die Jungs sehr gut trainiert, wollen den Schwung von dem guten Tempo aus dem Training auf alle Fälle mitnehmen. Und die drei Nationalspieler, die heute hier mit dabei sind, neben Lukas Reichel, der ja bei der U20 war, noch Marcel Nöbels und Jonas Müller, die wollen natürlich ihren Schwung von den Nationalmannschaftseinsätzen mitnehmen und wollen hier natürlich einen Sieg landen für die Eisbären für 3 Punkte und um auch die Bremerhavener in der Tabelle zu überholen. 2 Punkte sind es bis zum 5. Platz. Der ist das Ziel. Im Eishockey geht es nicht nur um Tore, Punkte und Meisterschaften, sondern auch um Zusammenhalt. Und die Bremerhavener Fans, die haben heute eine ganz besondere Aktion gestartet. Und dazu wollen wir doch mal mit Steffi sprechen, die eine der Mitinitiatorinnen ist. Steffi, guten Tag erstmal. Kannst du uns kurz über eure Aktion Fans for Kids ein bisschen informieren? Ja, also mit der Aktion möchten wir bedürftige Kinder unterstützen, die sich das finanziell nicht leisten können, die Heimspiele der Fischer und Pinguins zu besuchen. Und genau, deswegen sammeln wir heute Pfandbecher. Es können natürlich auch so Spenden abgegeben werden. Und da mit den Pfandbechern normalerweise auch der REV-Nachwuchs unterstützt wird, sind die in diese Aktion mit involviert. Und genau, wir machen das zusammen und das hat sehr gut funktioniert. Und sie haben dann ihre Unterstützung ja auch noch zugesagt. Genau, die Eisbären beteiligen sich auch und haben ein Originaltrikot von Sebastian Streu zur Verfügung gestellt. Was wird damit passieren? Das Trikot wird nach diesem Spiel über eBay versteigert und wir würden uns natürlich freuen, wenn nicht nur Bremerhavener oder Berliner Fans drauf bieten, sondern vielleicht auch Sammler oder Liebhaber und genau, und der Betrag wird dann auch dieser Aktion zugutekommen. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Ich danke auch. Ja, wir sind hier auf der Seite der Eisbären-Fans und es wird natürlich auch wieder stimmungsvoll. Traditionell reisen viele Eisbären-Fans hier nach Bremerhaven. Ist immer noch so ein bisschen der neue Status des Neulings in der DEL, obwohl wir jetzt ja schon im dritten Jahr hier spielen. Aber der Eisbären-Fanblock, der wird auf alle Fälle auch voll sein. Und natürlich, hier seht ihr auch die Mädels vom Ladies Circle Bremerhaven in der Aktion Fans for Kids, die natürlich auch hier auf dieser Seite sammeln. Das Warm-up, wie gesagt, das geht langsam zu Ende. Noch läuft es auf dem Eis, aber da kommt schon die Sirene. Das Licht geht aus und die Eisbären hoffen natürlich auf ein 3-Punkte-Spiel hier in Bremerhaven. Mal gucken, wie es ausgeht. Die Eisbären gewinnen 3-2 in Bremerhaven und holen 3 Punkte im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause. Großer Anteil mit dabei Kai Wissmann. Kai, herzlichen Glückwunsch. Danke. 2 Vorlagen und nicht die schlechtesten. Ja, erstmal bin ich froh über die 3 Punkte natürlich nach der Pause. Das war das Wichtigste und dass ich natürlich 2 Vorlagen gemacht habe, freut mich natürlich auch noch dazu, ja.
Man hatte das Gefühl, dass gerade du und Frankie heute richtig gut im Spiel waren, dass ihr auch offensiv sehr viele Akzente gesetzt habt. Wie kam das? Gute Frage. Ich denke, wir waren ganz gut im Rhythmus drin. Wir reden viel miteinander, machen uns so gegenseitig einfach, also helfen uns gut, unterstützen uns, sind immer nah beieinander und das macht es uns beiden leichter. Und so kommen wir hinten eigentlich schnell raus und dann vorne ja einfach die Pucks zum Tor und den freien Mann sehen wir eigentlich ganz gut immer und so können wir da auch was kreieren. Apropos den freien Mann, Leo Pföhler, der war ja eigentlich ganz schön weit weg, gerade beim Siegtor dann. Hattest du den wirklich gesehen oder hast du den Puck eher blind gespielt? Nee, ich habe ihn schon gesehen. Also ich war ja ziemlich alleine, weil die anderen wechseln gegangen sind. Und dann dachte ich halt, ich verzögere erstmal ein bisschen, dass die Jungs kommen können. Leo hat mir dann gerufen, geh. Dann habe ich ihn, habe ich halt abgedreht, habe ihn gesehen und dann habe ich ihm den einfach gespielt. Und das Leo hat gerade einen Lauf, der macht die Buden gerade, dann muss man einfach nur Leo den Puck geben. Okay, das sollten sich die anderen vielleicht auch merken. Kurz nochmal zur Schlussphase. Es wurde ja nochmal ein bisschen eng, als die Bremerhavener dann den Torwart auch rausgenommen haben. Hattest du da ein bisschen Angst, dass die vielleicht zum dritten Mal ausgleichen würden? Angst würde ich es nicht nennen, nee, aber natürlich habe ich gehofft, dass wir keins mehr fangen. Gerade die letzten 2-3 Sekunden, da sah das ganz schön eng aus. Wir hatten ein paar Mal einen Puck auf der Kelle schon. Wäre ganz gut gewesen, wenn er natürlich rausgegangen wäre, aber müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen besser machen in der letzten Minute, dann wird es gar nicht mehr so brenzlig, aber wir haben es ja überstanden und von dem her ist alles gut. Ihr esst jetzt noch hier in der Kabine und dann geht's in den Bus. Was wirst du tun? Ich hoffe, dass die Jungs wieder eine Runde Karten mitspielen, so wie auf der Hinfahrt. Ja, ich denke, das wird's werden. Am Sonntag steht dann das nächste Heimspiel an gegen Iserlohn. Du grinst schon ein bisschen. Was erwartest du? Ich weiß nicht, worauf du jetzt anspielen möchtest, aber ich erwarte von uns auf jeden Fall, dass wir das Spiel gewinnen. Also Heimspiel gegen Iserlohn, es muss ein Sieg her. Wir wollen eine Tabelle weiter nach vorne kommen. Das ist unser Ziel. Ich glaube, wir sind jetzt auf den 5. geklettert, aber wir sind da auch noch nicht zufrieden damit. Wir wollen weiter hoch. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen und wieder gut zusammenspielen, denke ich, wird das auch was. Überlegst du dir was für Jens Baxmann? Nee, ich denke mal, vielleicht habt ihr euch was überlegt. Alles klar, Kai, gute Rückfahrt. Danke. Liebe Eisbärenfans, 3 Punkte nehmen die Eisbären in ihren großen Taschen mit nach Berlin. Und am Sonntag folgt das nächste Spiel. Wir hoffen, dass wir euch alle in der Mercedes-Benz-Arena sehen, um auf der einen Seite mal zu gucken, wie Jens Baxmann das Iserlohner Trikot mit der Nummer 29 steht und um den nächsten Eisbärensieg zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Sonntag. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.